Eine Kanalverstopfung hat immer eine Ursache, die sich langsam aufbaut, bis gar nichts mehr geht. In den meisten Fällen liegt ein Bruch vor oder es gibt Versetzungen im Kanalsystem. Um das Problem rasch und kostengünstig zu lösen, kommt Hightech zum Einsatz. Dazu bieten wir den Kunden natürlich eine Visualisierung des Kanalsystems an. Das heißt, wir machen eine Begehung vom Kanalsystem. Das Ganze dokumentieren wir digital und werten das Ganze bei uns dann aus. Das heißt, wir schauen uns das Kanalsystem an und geben dann den Kunden die Möglichkeit einer Kanalsanierung. Das heißt, wenn wir feststellen, dass im Kanalsystem ein Defekt vorliegt und der Defekt möglicherweise auf eine längere Distanz ist, man kann mit diesem Schlauchleinersystem an die 50 Meter so zurücklegen, ist ein Zwei-Komponenten-Harz. Dieses Zwei-Komponenten-Harz wird in einen Schlauch reingefüllt, der sehr flexibel ist, dieser Schlauch, und wird in eine Inversiertrommel reingegeben und direkt im Kanalsystem initiiert. Das heißt, dieses Schlauchsystem entfaltet sich im Kanalsystem durch und man hat ein Rohr im Rohrsystem. Die Firma 3S wurde 2004 gegründet, damals noch als Zwei-Mann-Betrieb im Einsatz, zählt das Unternehmen heute nicht nur in Österreich an den Standorten Salzburg, Linz und Graz, sondern auch im benachbarten Bayern zu den ersten Adressen der Branche. Heute ist es so, dass wir modernste Geräte im Haus haben. Die Monteure sind technisch hoch ausgestattet, sprich HD-Anlagen mit Fernbedienung etc., Kameraanlagen mit 3D-Aufnahmen. Ich lege großen Wert auf Professionalität, deswegen schule ich auch meine Mitarbeiter, die hier bei mir im Betrieb anfangen zu arbeiten. Ich schicke die auf Schulungen. Der Vorteil ist, dass sie halt durch die Schulung, durch die Lehrgänge den Kunden das Bestmöglichste am Dienst bieten können und somit auch die Professionalität am Tag legen. Ja. Die Vorteile der Rohr- und Kanalsanierung, ohne graben zu müssen, sind neben der Zeitersparnis natürlich auch die viel geringeren Kosten. Man muss sich das so vorstellen, dass das Kanalsystem meistens durch die Bodenplatten durchgeht. Wir müssen nicht direkt irgendwo aufstemmen, sondern haben die Möglichkeit, bei einer WC-Öffnung oder bei einer Revisionsöffnung dieses Schlauchleinersystem einzusetzen, ohne irgendwelche Beschädigungen oder Lärm oder Dreck beim Kunden zu verursachen. Auch für die Rohrleitungen gilt, regelmäßige Sanierungsarbeiten und Kontrollen vom Fachmann verhindern schwere Schäden und teure Reparaturen. Vorsorge ist sehr, sehr wichtig im Abwassersystem. Man kann sich das ungefähr so vorstellen, dass man einen Gesundheitscheck macht vom Abwassersystem, so wie man es beim Mensch macht. Man geht zum Arzt und macht diesen Vorsorgecheck. Das Gleiche würde ich empfehlen, einen Vorsorgecheck im Kanalsystem durchzuführen, weil dieses Kanalsystem ist im Erdreich verlegt. Man sieht einfach nicht, wie das Ganze dort ausschaut. Und mit diesem Vorsorgecheck überprüft man dieses Abwassersystem, bevor dieses Abwassersystem zu einem Rückstau kommt und der ganze Dreck kommt irgendwo außer. Was ist, wenn das Ganze rauskommt? Man braucht andere Gewerke, man braucht einen Maler, man braucht einen Fliesenleger, man braucht einen Bodenleger, um diesen Dreck wieder wegzumachen. Und wenn man diesen Vorsorgecheck dann machen würde, ist das einfach alle jährlich oder alle zwei Jahre, wo man diesen durchführen sollte. Ab dem fünften Jahr ist natürlich empfehlenswert, so einen Vorsorgecheck durchzuführen, und dann empfiehlt sich das Ganze alle zwei Jahre zu wiederholen. Mit modernster Technik und jahrelangem Know-how, einem 24-Stunden-Notdienst, werden nachhaltige Lösungen für die Kunden geschaffen, damit Kanal- und Abwasserleitungen jahrelang ohne Probleme im Fluss bleiben.